kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Die Sache unterstützen. Mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schalt die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube... Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Führer, Sie stehen unter Arrest.